Danke, Frederick. Mr. Chalsom, willkommen in Ihrem neuen Zuhause. Vielen Dank. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Ach, Sie kennen meine Frau ja noch gar nicht. Liebling, das ist Nelly, der gute Geist vom Wilsonhaus. Ohne Nelly geht hier gar nichts. Meine Frau. Guten Tag, Nelly. Wir haben alles nach Ihren Wünschen vorbereitet. Danke. Wir sind froh, dass das Haus einen würdigen Nachfolger gefunden hat. Danke. Mr. Wilson hätte das sicher so gewollt. Tja. Geben Sie her. Andrew? Ja. Ach, Nelly, meine Frau möchte das Haus ein bisschen aufwerten und umgestalten. Wollen Sie heute Abend hier speisen? Es ist alles vorbereitet. Nein, wir gehen aus. Vielen Dank, Nelly, Sie haben es ja gehört. Andrew, was hältst du denn davon, wenn wir die Fassade mit einer tollen Glaspyramide aufpeppen würden? Weißt du, so wie beim Louvre? Ja. Aufpeppen. Das ist doch hier kein Museum. Sie ist die neue Hausherrin. Daran musst du dich gewöhnen. Mr. Charlton wird ja wohl auch noch ein Wörtchen mitzureden haben. Das Haus gehört quasi ihr. Er will es ihr schenken. Das Haus? Ja. Als Hochzeitsgeschenk? Wenn ich dir das sage. Sie haben auf der Fahrt darüber gesprochen. Ich konnte es ja auch kaum glauben. Er ist reich und verliebt. Irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Das Gesicht. Mrs. Chalsom war noch nie hier. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass er sein Haar gefärbt hat? Hat er das? Schön, dich zu sehen. Hallo. Oh, Schatz. Gut siehst du aus. Naja, hatte ziemlich viel Stress im Büro. Stell dir vor, das ganze Gebäude ist eine einzige Baustelle. Dann wirst du dich ja beim Klettern wieder schön erholen. Mit guten Traditionen soll man noch nicht brechen. Erst 2 Monate kannst du bleiben, das ist ja herrlich. Wieso ziehst du eigentlich nicht wieder ganz hierher? Mom, ich habe einen gut bezahlten Job in London. Nur der Job? Ja, so langsam habe ich auch fast alle Single-Bars von Soho bis zum West End durch. Ich glaube, in der Liebe haben wir beide kein Glück, was? Immerhin warst du mit Dad über 20 Jahre lang glücklich verheiratet. Danke, dass du mich daran erinnerst. Übrigens, stell dir vor, er hat das Wilson-Haus gekauft. Das gibt's nicht. Ja! Gefällt sie dir? Wenn sie dir gefällt. Das ist wunderschön hier. Der ideale Ort, um zur Ruhe zu kommen. Willkommen daheim. Endlich. Ich liebe Sherry. Liebling, das ist ein Portwein. Der ist über 50 Jahre alt und kommt aus Portugal. Aus Porto. Ist doch egal. Du denkst zu viel. Das beschleunigt beim Mann den Haarausfall, habe ich gelesen. Ach, das ist ja interessant. Oh, Mr. Chalsom, da sind auch schon die ersten lichten Stellen zu sehen. Nun ist es amtlich. Sie werden alt. So, jetzt werde ich dir mal zeigen, wer hier alt ist. Ja. Der Tee ist fertig, mein Schatz. Ich werde wohl nie verstehen, warum du aufgehört hast, für die großen Magazine zu arbeiten. Die ganzen Abenteuer auf Reisen, die vielen Eindrücke. Ich werde das immer mit Andrew verbinden. Und irgendwie gehört das auch zu meinem alten Leben. Vermisst du das denn gar nicht? Nein. Nur so Kleinigkeiten. Vielleicht eine Tasse Tee auf der Terrasse des Eastern und Oriental Hotels in Bangkok. Siehst du, ich muss schon wieder an deinen Vater denken. Du hängst immer noch an ihm. Du, ich habe mir mein Leben eigentlich so eingerichtet, dass ich ganz gut ohne ihn klarkomme. Und du weißt wirklich überhaupt nichts von seiner neuen Frau? Nein. Danke, Dr. Giggs. Die Kopfschmerzen sind so gut wie weggeflogen. Diese Akupunktur hat mir wirklich Wunder getan. Dr. Halliburton kann sich glücklich schätzen, Sie in seiner Praxis zu haben. Danke, dass Sie sich so viel Zeit für mich genommen haben. Dafür sind wir Ärzte doch schließlich da. Ach, das ist heutzutage alles andere als selbstverständlich, glauben Sie mir. Und deshalb werde ich Sie ganz wärmstens an den Kaffeekreis unserer Seniorengruppe weiterempfehlen. Danke. Ach, und bestellen Sie Ihren Eltern bitte ganz herzliche Grüße von mir. Das mache ich gern. Miss Cunningham. Ach, und ich hoffe, dass Nelly und Frederick nicht allzu verbittert sind wegen dem Haus. Entschuldigung? Na, Mr. Wilsons Haus. Es gehört doch eigentlich Ihren Eltern. Meinen Eltern? Ja, sicher. Es war für seine langjährigen Angestellten bestimmt. Der gute Mann hatte ja keine eigene Familie. Wie kommen Sie darauf?
Also, ich habe früher gelegentlich als Sekretärin für Mr. Wilson gearbeitet. Damals hat er mir sogar den Entwurf eines Testaments diktiert. Ein Testament? Ich habe noch nie was davon gehört. Außerdem können die beiden mit so einem großen Haus doch gar nicht. Aber wenn ich es doch sage, niemand im Dorf konnte je verstehen, warum Mr. Chelsea das Haus kaufen konnte. Es hat damals viel Tratsch gegeben. Natürlich gebe ich nichts auf dieses ganze Gerede. Ja. Meine Eltern haben nie etwas davon erzählt. Sie werden bestimmt ihre Gründe dafür haben. Ganz bestimmt. Was kann ich? Doktor? Justin! Hey, ich hatte ja keine Ahnung, dass... Das gibt's doch gar nicht. Mensch, wie geht's dir? Du siehst gut aus. Seit wann bist du denn schon wieder zu Hause? Seit gestern. Arbeitest du immer noch für diese Firma in Chelsea? Tag und Nacht. Oh. Ich habe sozusagen gerade das große Los gezogen. 2 Monate frei wegen Bauarbeiten. Wow. Oh. Ja, ich komme gerade von Miss Cunningham, Patientenbesuch. Also ich arbeite in der Praxis von Dr. Halliburton. Du warst ja nach deinem Studium wie vom Erdboden verschluckt. Ja, 2 Jahre China. Was hast du denn da gemacht? Traditionelle chinesische Medizin. Ich hatte einen Studienplatz in Beijing bekommen. Wow, du warst ja schon immer ein sehr ehrgeiziger Junge. Komm doch mit rein. Ich muss dann wieder nehmen. Die Pflicht ruft. Patienten besuchen. Ja? Wenn du magst, wir könnten ja mal zusammen was essen gehen. Oder... Ich koche was für dich, wenn du willst. Warum nicht? Chinesisch. Ich ruf dich an. Wir müssen unbedingt Einladungskarten drucken lassen. So, wen willst du denn einladen? Meine Freunde aus Chelsea, Lee und Margaret, Anthony. Natürlich Tom, Lisa und Karen, was ganz praktisch ist, weil die drei in einer Rockband spielen. Können wir das nicht alles ein bisschen später machen? Ich kenne die meisten Leute doch gar nicht. Na und? Ich möchte so richtig feiern. So ein großes Haus ist doch zum Feiern da, oder nicht? Ja, ja. Das hätte auch von George kommen können. Komm, ich zeig dir mal was. Von hier aus sind wir immer raus zum Fischen. Das war eine tolle Zeit. Man sagt ja, dass es einen immer an den Ort der Kindheit zurückzieht. Ich fühle mich einfach nur wohl hier, weißt du? Wir hätten schon viel früher hierher kommen sollen. Du bist ja schon ein richtig großes Mädchen geworden. Kleine Johanna, auf Wiedersehen. Hallo, Joanna. Du bist aber groß geworden. Ist das nicht ein wundervoller Tag? Ja, soll ich Ihnen was mitbringen? Ach, das ist nett von Ihnen. Würden Sie mir einen Kilo Äpfel mitbringen? Für meinen Apfelkuchen. Gut, wird erledigt. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Ein Joghurtbecher für die junge Dame. Mm. Bitte. Und ein Eisbecher für den Herrn Papa. Bitte sehr. Guten Appetit. Andrew, ich liebe dich. Für mich spielt Alter keine Rolle. Noch nicht. Aber wer weiß, in ein paar Jahren. Hm? Vielleicht verlässt du mich dann wegen eines Jüngeren. So ein Quatsch. Hätte ich dich denn sonst geheiratet? Ja. 3,55 bitte. Ich hab's leider nicht kleiner. Dankeschön. Oh. Sind die nicht traumhaft schön? Ich glaube, ich muss da noch mal rein. Möchtest du vielleicht in der Zeit auf den Markt gucken, ob du Limetten für unseren Caipirinha findest? Bei Eis, Sir. Ah, ich nehme noch von den Karotten, bitte. Oh, gerne. Hallo. Bitte. So, bitte sehr. Danke. Auf Wiedersehen. Hoppla! Ah. Ah, ja. Oh. Diane, schön, dich zu sehen. Und, wie geht's dir? Was machst du so? Es geht mir gut. Was machst du hier eigentlich? Shoppen. Wir sind jetzt seit kurzem wieder in England. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wofür? Zum neuen Haus. Oh, danke. Gut siehst du aus. Danke, ich fühle mich auch blendend. Deine Haare. Was ist mit meinen?
Ein bisschen Farbe tut manchmal Wunder. Wir waren ein halbes Jahr in Südostasien. Viele tolle Eindrücke, sage ich dir. Am schönsten war es wieder in Bangkok. Wir waren 3 Tage im Eastern in Orient. Stell dir vor, wir haben sogar dieselbe Suite gebucht. Andrew! Ja? Hast du die Lieb... Oh! Hallo, Liebling. Darf ich dir Diane vorstellen? Diane, das ist Shaw. Sag mal, hast du nicht Lust, einfach mal vorbeizukommen? Shirley und ich, wir würden uns wahnsinnig freuen. Nicht wahr, Liebling? Es war nett, dich mal wieder gesehen zu haben. Ich rufe dich mal an. Die junge Dame hält uns ganz schön den Trab. Dad, ich habe da was von einem Testament gehört. Miss Cunningham meint, dass der alte George euch das Haus vererben wollte. Unsinn, das war doch nicht ernst gemeint. Wir Hausangestellten, als die Erben vom Würdenhaus. Und der Wechsel? Ja. Warum eigentlich nicht? Wir könnten einen solchen Besitz finanziell gar nicht unterhalten. Das Haus gehört jetzt Mr. Chelsom. Und wir sind froh und dankbar, dass wir hier leben und arbeiten dürfen. Ist doch aber schon irgendwie komisch, dass es ein Testament geben soll. Glaub mir, Junge, es ist gut so, wie es ist. Ja, Dad. Mit ihr macht er sogar einen Einkaufsbummel. Das hätte er früher nie getan. Stell dir vor, er schleppt sogar ihre Tüten. Dad? Ja. Und weißt du was? Er färbt sich die Haare. Jetzt übertreibst du aber. Doch. Weißt du, es ist so ungerecht. Früher gab es nur die Arbeit für ihn. Er hat nicht genug Geld und ich... Ich habe ja akzeptiert, dass wir kaum Zeit füreinander hatten. Und dann ist er zu großem Geld gekommen und jetzt macht er genau das mit ihr, wovon ich immer geträumt habe. Er stellt unsere Ehe hin, als wäre sie nur ein lästiges Übel gewesen. Mom, nimm das doch nicht so zu Herzen. Andrew ist doch so einer gar nicht gewachsen. Jetzt sag bloß, du bemitleidest ihn auch noch. Ja. Also ich hätte nie gedacht, dass er wegen so einer unsere Ehe einfach wegschmeißt. Wegen so einer... Mom? Geht's dir gut? So komisch finde ich das jetzt auch wieder nicht. Ich hätte wahrscheinlich vorher anrufen sollen, nicht? Sag bloß, du hast noch meine Nummer. So oft, wie du dich in den letzten Jahren bei Anne und mir gemeldet hast. Wieso? Ich habe euch doch geschrieben. Ah ja, stimmt. Danke für die vielen interessanten Ansichtskarten. Von unseren gemeinsamen Lieblingsorten. Diane, wir hatten auf dem Markt so gut wie keine Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Ich wollte einfach nur mal hören, wie es dir so geht. Was macht eigentlich dein Unterricht? Ach, du meinst meine Beschäftigungstherapie, damit ich auf andere Gedanken komme. Gut. Sehr gut sogar. Kann es sein, dass du sauer bist wegen Shirley? Du hast mir nie gesagt, wie jung sie ist. War dir das etwa peinlich? Hm. Wo hast du sie denn aufgegabelt, ha? Ich habe Shirley nicht aufgegabelt. Sie hat sich in mich verliebt. Warum soll mich eine jüngere Frau nicht attraktiv finden? Liebe hat doch nichts mit dem Alter zu tun. Liebe? Ich verstehe. Schnell noch mal Gas geben, bevor man in die Grube springt.
Ich habe nicht vor, so schnell in die Grube zu springen, du. Shirley liebt mich, ich liebe sie, ja? Das hat mit der Angst vor dem Alter überhaupt nichts zu tun. Aber vielleicht mit der Angst, gemeinsam mit der eigenen Frau alt zu werden. Wie du meinst. Schönen Tag noch. Du solltest dein Herz nicht übermäßig belasten. Du wirst bestimmt nicht jünger mit den Jahren. Es geht mir gut, Harry. Du solltest mit deinem ambitionierten Sportprogramm und den Reisen in die tropische Hitze aufhören. Das ist was, wenn man jung und frisch in den Knochen ist, aber nichts für einen Mann in deinem Alter. Seit ich mit Shirley zusammen bin, könnte ich Bäume ausreißen, Melina, ja? Diane war das alles irgendwie ganz anders. Na, das klingt ja, als wäre deine ganze Ehe mit Diane nichts wert gewesen. Unsinn. Diane hatte natürlich auch ihre Qualitäten, aber Shirley. Harry, ich sage dir, Shirley. Shirley ist wie ein Jungbrunnen für mich, verstehst du? Mit ihr kann man Spaß haben. Ich fühle mich wie neu geboren, verstehst du? Und nur das zählt. Nun ja, ich könnte mir vorstellen, dass es da noch andere Dinge gibt. Aber das ist deine Sache. Als dein Arzt muss ich dich aber leider auffordern, mit diesem Spaß kürzer zu treten. Sonst wird aus diesem Spaß ganz schnell ernst. Harry! Hm? Hast du schon mal was von einer Eigenhaartransplantation gehört? Hm? Nun, in deinem Fall bedeutet das, die Stalltür zu schließen, nachdem die Pferde abgehauen sind. Wiedersehen, Doktor. Seine Herzfrequenz ist unregelmäßig. Das ist normal bei ihm. Mr. Chelsom hat schon immer Herzrhythmusstörungen gehabt. Vielleicht könnten wir mit Akupunktur seine Lebensenergie stärken und mit Qigong sein inneres Gleichgewicht. Mr. Giggs, wir sind hier in Cornwall, nicht in China. Und seine Lebensenergien, mein Lieber, die baut er woanders auf. Beim Bäume versetzen. Mann, das kann nicht so weitergehen. Ihr zwei seid doch erwachsene Menschen. Also erklär bitte erst mal deinem Vater. Diane Chelsom. Mark. Mark Hamilton. Das ist eine Überraschung. Oh, schön, dich zu sehen. Ich freue mich. Darf ich vorstellen, das ist meine Tochter Anne, Mark Hamilton. Anne. Hallo, wir kennen uns aus der Uni in London. Diane war meine Dozentin für Fotojournalismus. Du siehst fantastisch aus. Jetzt erzähl mal, was machst du hier in der Gegend? Stell dir vor, ich arbeite an einem Zyklus über Südengland. Für eine Ausstellung erst hier und dann in London. Das ist ja toll. In London? Da müssen Sie ja richtig gut sein. Ja, ich hatte ja auch die beste Lehrerin. Morgen arbeite ich am Hafen. Komm mich doch mal besuchen. Ich muss jetzt los. Aber wir sehen uns. Morgen? Nur dein Schüler. Anne, Mark und ich verbindet ein ganz besonderes Kunstverständnis. Knackiger Hintern. Und nett ist er auch noch. Beim alten Haliburton stoße ich mit meinen chinesischen Weisheiten auf Granit. Ach, da sind ja tausende alter Erkenntnisse. Du weißt, dass sie auch mir das Leben gerettet haben. Dem kann sich auch ein Dr. Haliburton nicht verschließen. Ach, das kann er. Das ist ein sturer Bock. Du musst ein bisschen Geduld haben. Wenn er dir dann die Praxis übergeben hat, dann gehst du in deine eigenen Wege. Wenn er mir die Praxis übergibt, Dad. Woher soll ich denn das Geld für die Praxisübernahme nehmen? Der Bankmensch, mit dem ich gesprochen habe, der macht mir jedenfalls keine großen Hoffnungen, so ganz ohne Sicherheiten. Ich wünschte, der alte George hätte euch das Haus vererbt. Dann stünden wir jetzt besser da. Dr. Haliburton hat eine sehr gut gehende Praxis. Glaub mir, es wird keine Probleme geben. Er wird dich als seinen Nachfolger einsetzen.
Wir werden sehen. Wusstet ihr eigentlich, dass Anne wieder da ist? Anne Charlton? Ja. Sie war so ein reizendes Mädchen. Ihr beide hättet so gut zusammengepasst. Mom, du weißt genauso gut wie ich, warum daraus nichts wurde. Wegen deines Studiums. Ja. War nur zu deinem Besten. Du bist ein Arzt geworden. Deine Mutter und ich sind sehr stolz auf dich. Danke. So, lasst es euch schmecken. Danke. Versuche immer, die Bewegung einzufangen. Das haucht den Bildern Leben ein. Diane! Wie du siehst, habe ich mir deine ästhetischen Prinzipien zu eigen gemacht. Ich habe einige deiner Arbeiten in London gesehen. Du hast deinen eigenen Stil entwickelt. Romantisch, emotional und doch dynamisch. Wie du eben. Ein echter Hamilton. Das ist das schönste Kompliment, das ich je gehört habe. Ist aber kein Grund, abzuheben. Aber auf jeden Fall ein Grund, um seine alte Lehrerin auf ein Becher Kaffee einzuladen. Und die alte Lehrerin nimmt an. Genau so würde ich dich gerne ablichten. Auf einem Felsen, dein Blick aufs Meer gerichtet, nur dein Rücken. Der müsste nackt sein. Also Marc, ich glaube, es gibt auch interessantere Motive für dich, oder? Was ist interessant als eine schöne Frau und ein schöner nackter Rücken? Das ist doch peinlich. Stell dir vor, irgendjemand sieht das Bild und erkennt mich dann. Also gut, einverstanden. Du bekommst deine Bilderreihe. Von mir aus auch mit nacktem Rücken. Soll ihn doch jeder sehen. Echt? Ja, echt. Jetzt ziehen Sie schon hoch, aber Sie müssen wenigstens mitkleckern. Na los, halten Sie sich fest. Versuchen Sie, sich links zu halten. Keine Angst, ich hab Sie. Halten Sie durch! Warte, ich komme! Da haben Sie sich wohl ein bisschen zu viel vorgenommen. Dad! Anne! Wie geht's dir? Was machst du denn hier? Wonach sieht's denn aus? Ich wusste gar nicht, dass du in Cornwall bist. Wir hätten doch mal wieder zusammen klettern können wie früher. Warum meldest du dich denn nicht? Warum meldest du dich denn nicht? Ich hätte mich über den Besuch meines Vaters sehr gefreut. Wir waren viel unterwegs, Shirley und ich. Wir haben die halbe Welt bereist. Shirley und du, das scheint auch alles zu sein, was dich noch interessiert. Soll nicht kindisch werden. Kindisch? Weißt du, was kindisch ist? Wenn man mit so einer Jüngeren die halbe Welt bereist, damit niemand etwas davon mitbekommt. Das ist kindisch. Jetzt übertreibst du aber, mein Kind. Hm? Diese Kletterei, machst du das eigentlich nur, um Shirley zu imponieren? Du machst dich doch total zum Affen. Denk doch mal an Mom, wie demütigend das für sie ist. Denkst du sowieso nur an dich. Thank you.
Hallo, Ann. Justin, dich schickt der Himmel. Wieso? Hast du vielleicht Benzin? Das hatten wir doch schon mal. Hm? Richtig, der Schulball. Mom hat mir ihren Wagen gegeben und vergessen aufzutanken. An dem Abend hatten wir unser erstes Date. Wenn auch nicht ganz freiwillig. Es war eine verdammt schöne Zeit. So unbeschwert. Keine Verpflichtung. Naja, nicht ganz. Warum hast du damals meine Briefe eigentlich nicht mehr beantwortet? Weil ich das nicht mehr ertragen habe, dich nur noch ein paar Mal in den Semesterferien zu sehen. Ich dachte mal, du hättest eine andere. Nee. Wie sieht's aus? Hm? Lass uns zum Strand fahren. Ich glaube, wir haben uns viel zu erzählen. Mein Vater hat sich für meine Ausbildung finanziell verausgabt. Da konnte ich keinen Rückzieher mehr machen. Und ein chinesischer Arzt hat ihm als jungen Mann das Leben gerettet. Also? Ach, jetzt verstehe ich auch, warum du in China studieren solltest. Ja. Er hat mir richtig Druck gemacht. Aber wenn es um seine eigenen Belange geht, da ist er hilflos. Das ärgert mich einfach. Angeblich wollte der alte George meinen Eltern das Haus vererben. Es soll sogar ein Testament geben, sagt Miss Cunningham. Aber das Haus fiel an die Stadt, weil es keine Erben gab. Ja. Und anstatt der Sache mal auf den Grund zu gehen, da kehrt er alles unter den Teppich. Mit so einer Sicherheit im Rücken wäre ich mit einem Schlag alle meine Probleme los. Die Übernahme von Halliburtons Praxis, das wäre ein Klacks. Naja, jetzt gehört das Haus deinem Vater. Du kennst das Haus doch wie deine Westentasche. Ja, bin ja da aufgewachsen. Wieso? Ich könnte dir ja bei der Suche helfen. Na, wenn das kein überzeugendes Argument ist. Keine Angst. Nelly hat mir versichert, dass er zumindest heute frühzeitig zu Bett geht. Also mach dir deswegen mal keine Sorgen. Ja. So. Also. Ja? Ja. Das Testament. Ja. Muss er irgendwo sein? Ja. 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 Versteckter Tresor oder ein Geheimfach oder irgendwie sowas. Oh Gott. Ist da jemand? Komm mit. Komm. Sind Sie das? Okay. Hier hat sich der alte George immer zurückgezogen, wenn er seine Ruhe haben wollte. Und du hast dich hier immer heimlich versteckt. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich das bereute, von ihr weggegangen zu sein. Ich hab dich vermisst. Sehr. Können wir nicht einfach nochmal von vorne anfangen? Es hat sehr weh getan damals. Und auch wenn ich es jetzt verstehe. Thank you.
an eine Frau wie dich einfach so aufgeben. Das verstehe ich nicht. Schau, sie ist attraktiv und jung. Das erklärt alles. Wenn es dir zu kalt wird, meldest du dich, okay? Ja, es geht mir gut. Ich bin nur ein bisschen nervös. Wir haben einen verunglückten Radfahrer in Sektor 23. Wahrscheinlich Herzinfarkt. Bitte kommen. Madame sitzt wahrscheinlich wieder beim Friseur, statt bei ihrem Mann zu sein. Sie kann doch nicht wissen, was passiert ist. Als Frau spürt man sowas. Sie ist überhaupt an allem schuld. Nelly, sei nicht ungerecht. Ruf da Jan an. Am Ende stirbt er noch. Also nur mal nicht den Teufel an die Wand. Die Nummer. Ja, hier ist die Nummer. Nelly konnte deine Frau nicht erreichen und ich dachte, ich hatte solche Angst, dass sie... Du hast mir einen solchen Schrecken eingejagt. Nur ein kleiner Schwächeanfall. Du musst dir ein bisschen Ruhe gönnen. Du bist ja schließlich keine 20 mehr. Ich weiß. Ich weiß. Du siehst bezaubernd aus. Ja, im Gegensatz zu dir, mein Lieber. Sie können da nicht rein. Hör sie, wissen Sie sich ein. Können Sie doch nicht einfach so verbiegen. Es tut mir leid. Diese Dame behauptet, sie sei ihre Frau. Stimmt schon, Schwester. Andrew, mein armer Liebling. Diane. Es tut mir so leid, dass ich erst jetzt komme, aber ich war noch beim Friseur und ich hatte keinen Empfang auf dem Handy. Ich gehe dann jetzt. Ich habe ohnehin noch 1000 Dinge zu tun. Tja, dann. Danke dir, Diane. Wiedersehen, Andrew. Wiedersehen. Ich möchte mal wissen, was du dir dabei gedacht hast, einfach so schlapp zu machen. Hm? Bin halt keine 20 mehr. Sollte ein bisschen kürzer treten. Wer sagt denn sowas? Die Ärzte. Ach, die. Was wissen die denn schon? Frühestens nach einer Woche darf ich wieder nach Hause. Ach, du wirst sehen. Bald bist du wieder ganz der Alte und im Winter fliegen wir zum Klettern nach Nepal. Wie gefällt dir eigentlich meine neue Frisur? Wir machen gute Fortschritte, Mr. Charlton. Was heißt hier Fortschritte? Wann bin ich wieder voll belastbar? Sie sind seit einer Woche aus dem Krankenhaus. An Ihrer Stelle wäre ich vorsichtig. Beim nächsten Mal kommen Sie vielleicht nicht so glimpflich davon. Müsst ihr Ärzte eigentlich immer den Teufel an die Wand malen? In Ihrem Fall haben wir ihn wohl eher verjagt. Und damit er auch weiterhin schon dort bleibt, wo er hingehört, sollte sich entspannen. Am besten jeden Tag eine Stunde Yoga. Bitte? Damit brauchen Sie meiner Frau gar nicht erst zu kommen. Es geht aber nicht um Ihre Frau, es geht um Sie. Doktor, davon verstehen Sie noch nichts in Ihrem Alter. Wie Sie meinen. Ich habe hier noch eine Kräutermischung für Sie, davon nehmen Sie bitte täglich eine Tasse, wenn Ihre Frau nichts dagegen hat. Wiedersehen, Mr. Scherzer. Wiedersehen, Doktor.
Das stinkt ja bestialisch. Na ja, auf jeden Fall hält es den Teufel fern. Guten Tag, Doktor. Na, wie geht's Ihnen denn? Besser, aber zu ungeduldig. Ich meine, er ist sowas von... Stur. Das haben Sie gesagt. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo, Andrew. Störe ich dich? Diane. Das ist aber eine schöne Überraschung. Ja, wie geht's? Gut. Hat Justin mir verordnet. Chinesische Kräuter stinken bestialisch. Es ist auch kein Earl Grey, sondern Medizin, Andrew. Ja. Gehen wir ein Stück? Ja. Wo ist denn eigentlich Shirley? Oh, weder beim Friseur oder beim Einkaufen. Eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Na ja, eine junge Frau hat ebenso ihre Bedürfnisse. Jedenfalls bin ich froh, dass du wieder auf den Beinen bist. Ich danke dir. Vorsicht. Ja. Diane, was du mir damals in deinem Garten erzählt hast, du erinnerst dich. Die Angst, mit dir alt zu werden. Es tut mir leid, ich war verletzt. Du hattest ja recht. Womit? Na gut, da lebt man jahrelang aneinander vorbei, verstehst du? Man denkt auch nicht weiter drüber nach. Plötzlich bekommt die Ehe so etwas Endgültiges. Was? Es kommt auch nichts mehr nach. Bis dass der Tod euch scheidet. Ja, ist das nicht furchtbar? Nein, das ist es nicht. Ehe muss doch keine Sackgasse sein. Und wenn, hast du den Ausweg aus deiner Sackgasse hier längst gefunden? Ja, hab ich. Entschuldigung. Shirley. Ich gehe ja schon. Na komm, lass doch deine Shirley nicht so lange warten. Wiedersehen, Diane. Ich kann nicht einfach absagen. Mary ist meine beste Freundin. Shirley, ich brauch dich jetzt hier bei mir. Ich dachte ja, die war halt nicht viel länger im Krankenhaus. Oh, tut mir leid, dass ich dir damit nicht dienen kann. Och, Andrew, komm. Ich habe meine alte Clique seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. Und mir ist es wichtig, mit Freunden zu feiern, tanzen, fröhlich sein. Kannst du nicht mal darauf verzichten? Verzichten? Mein Leben lang habe ich verzichten müssen. Seit Tagen geht es nur noch um dich und deine Krankheit. Und ich bleib dabei auf der Strecke. Nur weil ich jetzt etwas kürzer treten muss? Früher warst du jung und lustig. Und jetzt benimmst du dich wie ein alter Mann. Es wird hier geblieben, basta. Charlie? Schätzchen, ich bin Sonntagabend wieder zurück. Haben wir nicht besprochen, dass du heute hier bleibst? Mach's dir doch bei einem Glas von deinem spanischen Portwein gemütlich. Der Portwein kommt aus Porto, wie der Name schon sagt. Und das liegt immer noch in Portugal, Schätzchen. Sie hätte auch einmal zu Hause bleiben können, gerade jetzt. Sie ist jung, Nelly. Sie ist jung, Nelly. Zu jung. Ich bin froh, dass wir uns so schnell über die Ablösesumme für deine Praxis einig geworden sind. Stephen wird ein würdiger Nachfolger. Und glaub mir, er hat keine Flausen im Kopf wie diese chinesische Medizin. Nun ja, ich habe mich noch nicht so recht entscheiden können. Justin rechnet fest damit, die Praxis übernehmen zu können. Niemand ist in der Lage, eine Praxis ohne Startkapital zu übernehmen. Nein, natürlich nicht. Die haben es aber einig. Komm, Schatz. Mr. Chelsea, Dr. Halliburton ist hier. Harry! Das ist ja eine Überraschung. Ist das jetzt ein Hausbesuch? Du kommst doch sonst nicht unter der Woche, altes Haus. Andrew, wir müssen reden. Ist was mit meinen Laborergebnissen nicht in Ordnung? Oh, nein, 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 mit dir ist alles in Ordnung. Es ist... Eigentlich solltest du ja Aufregung vermeiden, aber... Harry, wir kennen uns jetzt eine halbe Ewigkeit. Wenn du irgendwas auf dem Herzen hast, raus damit! Es tut mir leid, Andrew. Es geht um deine Frau. Gestern war ich im Porthmaster Hotel.
Ich habe dort mit Dr. Roberts und Steven über die Übernahme meiner Praxis gesprochen. Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Guten Abend. Ich bin mit...